Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Watch Dogs. Im letzten Part haben wir Damien Branks getroffen und in diesem Part habe ich keine Ahnung, was wir jetzt tun. Wirklich überhaupt nicht. Weil die Mission ist einfach so aufgeploppt, ohne dass wir irgendwie eine Nachricht bekommen haben von irgendwem. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das sein wird. Dann komme ich mir jetzt einfach mal hier den Jeep. Und was auch immer. Wie weit ist es denn? 1,7 Kilometer. Da ist es in Ordnung. So. Junge. Knapp. Junge. Knapp. So, hier hätten wir überall Nebenmissionen. Vielleicht zeige ich euch ja mal die Nebenmissionen mal in irgendeinem Part. Aber die sind jetzt nicht so spannend, wie ihr vielleicht jetzt denken würdet. Falls wer die Spiele nicht kennt. Also das Spiel nicht kennt. Vor allem sind die Nebenmissionen auch immer eigentlich dasselbe. Und für die 100% musst du dann irgendwie so 30 solcher Nebenmissionen machen, die immer dasselbe sind. Oh, das hat mich damals ziemlich angepisst. Aber ich hab's durchgezogen. Verbrechen erkannt, ist mir vollkommen egal. Ist mir vollkommen egal. Es geht mir darum, hier die Hauptstory zu machen. Jetzt fahre ich aber gerade wie ein Behinderter. So, okay, ich bin da. Ah, der Friedhof. Oh. Lass mich raten, wir gehen zu Lenas Grab. Guten Tag. Erinnern. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden? Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Schon ein bisschen mies gelogen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich.
ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Alles klar, und direkt die nächste Scheiße am Laufen. Da fahren wir natürlich jetzt hin. Ich meine, das war ja gerade keine richtige Mission. Wir wollen ja heute mit der Story voranschreiten, Leute, ja? Das wollen wir doch. Und was für ein Fortschritt. Irgendeiner unten von der Bande aus dem Stadion hat überlebt. Und will jetzt fucking reden. Das können wir natürlich nicht zulassen. Gut. Treffen wir uns mit Jordi. Der hat wohl einen Plan. Mal schauen, was er für einen Plan hat. Ich erwarte von ihm eigentlich nichts Gutes. Ich meine, seine Pläne waren immer... Ja, sagen wir abstrakt. Ja, sagen wir abstrakt. Nicht gerade sinnvoll. Mal schauen. Schauen, was er diesmal aussägt. The Loop. Alles klar. So. So, links abbiegen. Entschuldigung, ich muss hier zwischen. Aber der hat eine geile Karre gehabt. Es tut mir leid, dass ich die jetzt gerade zerkratzt habe. Aber es... okay, Taxifahrer. Können sich alles erlauben, ich weiß. So. Nehmen wir eine Brücke. Nicht der Pizzamann. Der... Oh Gott. Alles klar, ich kann mir den Plan jetzt schon vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht mehr. Keine Ahnung. Nicht der Pizzamann, oh Mann. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Klettern Sie auf die Terrasse von Jordi? Okay. Dann tu mir das doch. Mensch, das ist ja einfach hochzukommen. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und? Einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch darunter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Ey, dieser Jordi, ne? Der ist... Machen wir schnell, okay? Ich kann nicht erklären. Wenn Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will?
Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugenfall zu bekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen... Den Boss der Fixer verhören. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer hier kommen, wenn mein Name rauskommt... Lass mich jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Ah, das F-Wort. Du bist da steht einer. Tapias, das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Da ist einer. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Boah, hier sind aber noch mehr Leute. Gott, Leute, es tut mir leid, dass ich gerade wirklich so wenig rede, aber das hier ist ein fucking Stealth-Spiel. Ich kann hier nicht viel reden. Pass auf, da hast du Fan. Um den kümmert sich Jordi hoffentlich. Nice. Ich sehe gerade, dass ich erst was aktivieren muss. Ich hasse mein Leben! Natürlich muss ich erst was aktivieren. Passt auf den Typ auf? Okay. Es sieht gut aus, Oh, nice! Ohne gesehen zu werden. Er gehört dir. Moment, Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ich sehe schon. Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Ist nicht euer Ernst.
ist nicht euer Ernst. Ich will ja nicht sagen, dass ich fucked bin, aber ich bin verdammt nochmal fucked. Ich bin sowas von fucked. Oh, shit. Oh, shit. Als ob das euer Ernst ist. Wie viele kommen da? Fuck. Das sind mir einfach zu viele gerade hier. So bin ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Ziel ist bewaffnet. Alter, wie viele kommen denn noch? Ist doch nicht euer Ernst. Erstmal um die hier kümmern. Komm. Jawohl. Jawohl. Oh Gott. Nein, 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 der Heli, der Heli, der Heli, der Heli. Nur noch der Heli. Kümmert sich der Jordi drum, der hat ein fucking Scharfschützengewehr. Und jetzt soll ich auf den Heli ballern. Jordi hat sich, glaube ich, gerade gekümmert. Heilige Mutter Gottes, ey. Was ist hier los? Nicht der Pizzamann abgeschlossen. Holy crap. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Boah, heilige Scheiße, Leute, was war das? Nicht der Pizzamann, am Arsch! Ich war gefunden durchs Fressen! Ich konnte mich noch ein bisschen an die Mission erinnern. Ich wusste, dass man da reinsteigen musste, aber dass man danach gegen alle Typen da durchballern musste, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Wow. Wow, aber geile Mission. Hat mir viel Spaß gemacht. Leute, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.